Liebe Freunde, willkommen zurück. Am Ende der letzten Runde hatte uns Robert denunziert. Ja, er hat ja auch ein bisschen Militär, aber ich denke, wir sollten in der Lage sein, das dann auch halten zu können, falls er uns überhaupt den Krieg erklärt. Also wir haben eine höhere Militärstärke als er. Ich nehme an, dass er nicht den Krieg erklären wird. Und ja, wenn man noch ein bisschen Gold auf der hohen Kante, also... Stadtverteidigung haben wir auch. Das sollte alles im Bereich des Machbaren sein hier. Okay, wir machen weiter. Universität abgeschlossen in Fukushima. Wir bauen das Gurdwara und das Forschungslabor. Der Militärpionier, der geht nach Kyoto, um beim Hochwasserschutz zu helfen. Wir haben die Agenda Gerüchte von Alexander erfüllt. Ja, und wer die letzten Folgen nicht komplett gesehen hat und sich fragt, was ist denn hier in Fukui los? Wir beschützen Fukui. Ah, also, das machen wir hier, damit keiner Fukui überfallen kann. Und wir die Tourismuspunkte nicht verlieren. Die wir hier bei Hedwig aufgebaut haben. Und weitere Tourismuspunkte bekommen. Jawohl. Große Persönlichkeit, ein großer Händler. Plus 25% Tourismusrate für andere Zivilisationen, zu denen einer eurer Handelswege führt. Jawohl. Den holen wir uns auf jeden Fall. Okay. So, den Archäologen hatten wir uns beim letzten Mal gekauft. Da ging es darum, die Mottos zu komplizieren. Wir können auch Schiffswracks. Ja, hier zum Beispiel. Können wir auch erkunden, ausgraben. So. Zu Dido haben wir einen Handelsweg und da stehen auch schon die 25%. Alexander haben wir keinen Handelsweg. Genghis Khan haben wir natürlich keinen Handelsweg, haben wir einen Krieg. Dann haben wir Robert auf den Grenzen und Handelsweg. Und wir haben Hedwig, Handelsweg und offene Grenzen. Obwohl, ja, kein Handelsweg zu Alexander. Na gut. So. Finden wir für dich auch noch was, mit Sicherheit. Ah, können wir zum Beispiel hinten hingehen. Wir könnten auch noch Robert noch schinkiger machen. Aber das möchte ich jetzt nicht. Dann würden wir ja die offenen Grenzen und den Handelsweg verlieren, falls er uns den Krieg erklärt. Dann würden wir 50% weniger Tourismus bekommen. Also irgendwo hingehen, wo wir sicher sind. Hier. Jawohl. So. Ah, der Apostel, der verkriecht sich hier. Okay. Können wir eigentlich... Ah, okay. Das ist natürlich auch interessant. Wir können uns seine heilige Stätte sozusagen blockieren.
Ein bisschen aufpassen. So. Er kann sich ja nur auf bzw. angrenzend an heilige Städten heilen. Und nicht bei in seiner Stadt. Das geht bei religiösen Einheiten nicht. Ausnahme wäre halt, wenn die heilige Stätte direkt an die Stadt angrenzt. So, hier bauen wir dann einen Windpark. Wir haben in der letzten Folge die Biosphäre fertiggestellt. Dann kriegen wir für den Windpark die doppelte Menge an erneuerbarer Energie, die dreifache Menge. Und auch die entsprechende Menge an Tourismus. So. Wir haben einen Solarpark gebaut. Aber es geht um den Militärpionier. Moment. Und um den Hochwasserschutz. Oha. Oh Mann, Leute. So schnell kann es gehen. Schon haben wir den Guru verloren. Er ist mal verteidigungsfähig. Robotik gibt es schon ewig. Und seit Ewigkeiten ist es die nächste große Sache gewesen. Und sie ist so aufregend und fesselnd, dass man sich leicht mitreißen lässt. Ja, der Guru kann sich zwar verteidigen, hat er auch gemacht, aber dieser Apostel, der ist halt ein Disputant. Und ja, da war ich jetzt ein bisschen... Ah, ein bisschen schlampig vielleicht. Das ist ja halt durch den... Der Berg, wir schauen uns das gleich nochmal an. Hier Riesenkampfroboter, super stark, kostet Uran. Er braucht auch 3 Uran pro Runde. Aber Nahkampfstärke 130, Fernkampfstärke 120. Der wird dann nachher auch durch den... Forschungsbaum noch weiter verbessert. Sehr starke Einheit. Es heißt, man könne genauso wenig gegen Globalisierung argumentieren wie gegen die Gesetze der Schwerkraft. Und hier haben wir jetzt plus 50% Produktion für Lufteinheiten und Träger. Erstmal den einen. Ja, hier haben wir natürlich die meisten großen Persönlichkeitspunkte erlangt. Ganz klar. Ein Diplomatie-Siegpunkt, 100 große Persönlichkeitspunkte. Wir gehören auch zu den besten 25%, dann haben wir noch 50 diplomatische Gunst bekommen und 2 Ausrichtungsbonus, die ich gerade ganz schnell weggeklickt hatte. So, einmal den Gedanken zu Ende führen, ja. Also, dass es hier einen Gebirgstunnel gibt, das steht da drüber. Und ja, war ein bisschen schlampig, ja. Und hier kann er sich halt jetzt zeilen. Ah. Also wir werden mal einen taktischen Rückzug durchführen. Ah, der Apostel von uns, der kann sich verteidigen. Ruhig eine Runde. Aber der Inquisitor, der kommt da auf jeden Fall weg. Moment. Mach das mal so. Ah, das wird spannend, wenn der Apostel hier angreifen würde. Erstmal Rückzug. Weit weg. So, und hier jetzt im Windpark. Und der gibt plus 8 Tourismus. Ja, die Werte stimmen ja nicht. Ah, die stimmen nicht. Also die geben auch, der Windpark gibt jetzt auch 8 Energie und Geothermiekraftwerk gibt 12 Energie. Da kommt halt noch ein bisschen was dazu beim Geothermiekraftwerk, dass wir 16 Tourismus kriegen statt 12. Ah. So. Auf
Offshore-Windparks, da können wir richtig eskalieren, zusammen mit der Biosphäre. Handwerker bauen, Offshore-Windparks bauen und den Tourismus sich einheimsen. Politikkarten. E-Commerce, plus 2 Produktion und plus 5 Gold durch alle Handelswege. Kann man auf jeden Fall machen. Und ich möchte auf jeden Fall auch die Karte reinnehmen für die Träger und die Flugzeuge. Ja. Kommt auf jeden Fall rein. E-Commerce. Okay. Gut. Politik bestätigen. Ja. Wir haben noch einen Gouverneurspunkt. Raumfahrtinitiative. 30% Produktionssteigerung für alle Raumfahrtprojekte in der Stadt. Ich habe ja bei Pengala überhaupt. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Jawohl. Komplett ausgeskillt, den Pengala. Ein Zeitalterpunkt. Und. Ja, wir bauen jetzt sogar einen Raumhafen hier vorne. Perfekt. So. Dann haben wir hier irgendwo noch weitere Überflutungen. Ja, der Meeresspiegel ist gestiegen. 1,5 Meter jetzt. In 15 Runden steigt der Meeresspiegel nochmal. CO2-Konzentration. Oh je, Leute. Aber wir sind hier der Hauptumweltsünder. Uran ist nicht komplett CO2-frei. Ja. Aber deutlich weniger als Kohle und Öl. Auch je Energieeinheit. So. Hier wird übrigens auch das Industriegebiet fertiggestellt. Da können wir James Watt noch einmal einsetzen. Zwei. Also eine Werkstatt und Fabrik wird dann kostenlos gebaut. Und Fabrikengewehren plus 2 Produktion. Haben wir hier eine Gouverneurshit und 3 Gesandte. Mach das hier alles mal zu. Einheit getötet. Achso, das war der Guru, ja. Das war der Guru. Stadtfernkampf. Moment. Robert der Erste. Oh. Ach so, Leute, ich habe mich so auf diese Flanke hier praktisch gedanklich fokussiert, dass ich das hier völlig ignoriert hatte. Okay, Leute, wir müssen mal den Inquisitor hier reinstellen, weil sonst wird er ja aufgerieben. Und dann haben wir einen Stadtfernkampf. So, wegen einem Panzer, ja. Also vielleicht werden wir jetzt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wahrscheinlich sogar, nicht nur vielleicht. Diesen Kampfroboter, 6000 Gold, den wollte ich jetzt eigentlich kaufen. Ah. Mein Kampfpanzer wäre natürlich auch schon gut. Kriegsschiff ist auch super. Aber ja, wobei Kriegsschiff geht eigentlich. Ist noch nicht so stark. Dann gibt es halt noch die Raketen.
Raketenkriegsschiffe. Die haben wir aber noch nicht erforscht. Maschinengewehr. Ja, wenn wir jetzt hier eine Militäreinheit kaufen möchten, dann müssten wir die Feldkanone rausschieben. Ja, kommt. Wir nehmen hier einmal Geld in die Hand und kaufen einen Kampfpanzer. Nahkampfstärke 95. Ah, das hatten wir uns ja angeschaut, ja. Große Persönlichkeit. Ein großer Schriftsteller. James Joyce. Und hier haben wir auch noch zwei. Ein großer Admiral gewährt eine Beförderungsstufe plus 100 Kampf, 100% Kampferfahrung für eine militärische Marineeinheit. Und ein großer Ingenieur gewährt Produktion für den Bau von Wundern. Maximal jedoch die Hälfte eurer derzeitigen Schatzkammer. Reduziert euer Gold im Anschluss um das Doppelte der erstandenen Produktion. Okay. Also wir haben 1800 Gold. Das heißt, wir bekommen 900 Produktion. Und geben aber 1800 Gold aus. Ja, wir nehmen uns dann jetzt trotzdem. Auch wenn wir gerade kein Wunder bauen. So, Amphitheater ist fertig. Wir holen uns das Kunstmuseum. Also bauen das Kunstmuseum. So, Zerstörer in einer Runde fertig. Werden die Träger gebaut. Flugplatz fertig, jawohl. So, und jetzt könnten wir hier noch weitere Gebäude bauen, damit die, damit wir mehr Flugeinheiten stationieren können. Und damit die Einheiten schneller Erfahrung bekommen. Und halt noch zusätzliche Produktion beim Bau von Flugzeugen. Aber ich möchte jetzt halt auch schnell Flugzeuge haben. Und hier haben wir die Kampfbomber. Benötigt 7 Runden. Wenn wir den kaufen würden. 2800 Gold. So viel Gold haben wir jetzt nicht mehr. Ah, okay. Gut. Da haben wir den Schriftsteller. Und hier haben wir noch Platz für Großliteraturwerke. Und die gehen wir mal einen Schritt raus. Ah, das war das mit den Wundern. Gold in Wunderproduktion umwandeln. Ja, bleib ruhig mal da stehen. Ein großer Admiral. Ah, irgendein Schiff befördern. Könnte man hier den Zerstörer nehmen. Ich würde eigentlich lieber direkt eine Armada später. Also so eine Zusammensetzung aus drei Schiffen fördern. Ah. Gehen wir ruhig da runter. So, ein Händler. Wir haben keinen Handelsweg zu Alexander gehabt. Lasst uns mal schauen, ob wir von hier aus zu Alexander kommen. Das ist so Alexander. Chalkidiki. Ja, machen wir das. Und haben wir hier
Oha, nee, direkt durch Genghis Khan durch. Mist. Er plündert den Handelszweck dann. Ah, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Mal irgendwas, wo wir da nicht durch müssen. Wahrscheinlich nicht. Ist einfach blöd gelegen, ja. Und wenn wir selber vom... Nee. Selbst wenn wir jetzt hier demnächst die Stadt gründen. Ja, müssen wir warten, bis der Krieg vorbei ist. Leider. Na gut, dann holen wir uns maximal viel Wissenschaft und Kultur. Nahrung, Produktion und Gold. Nach Tokio. Hochwasserschutz. Inquisitor ausruhen. Und für dich befördern wir ruhig mal. 34 Gold. Und dann bist du ein Maschinengewehr. Und dadurch haben wir sogar eine Stadtstadtquest abgeschlossen. Sehr gut. Positiver Nebeneffekt. Oh, Aberdeen gehört bald uns. So. Wir haben hier halt die vier Regenfelder. Regenwaldfelder. Das sind normale Wälder. Und bei dem großen Wissenschaftler, den hat man in der letzten Folge bekommen, da müssen wir, für jedes aktuelle Regenwaldfeld, beziehungsweise angrenzende Regenwaldfeld, 400 Wissenschaft. Das wären jetzt hier 1600 Wissenschaft. Das sind normale Waldfelder hier. Also, hier ist das schon am besten. Dann machen wir das doch. Zack, 1600 Wissenschaft auf einen Schlag dazu bekommen. Und hier einmal ausgraben. Und ich habe meine Liste offen. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Die weltweit erste Meeresarchäologie-Expedition hat das große Werk Musik hervorgebracht und zeigt, dass das Meer die Geheimnisse der Geschichte nicht länger für sich behalten kann. Zeitalterpunkte plus 3. So, aus der Klassik. Von uns selbst oder vom Barbarenland. Und in der Klassik fangen wir jetzt ein neues Motto an. Und wählen uns selber aus. Und jetzt ist ganz kurz der Sound weg. So. Weil ich das direkt aufgeschrieben habe. So. Und jetzt können wir hier vielleicht... weil in Tokio haben wir das... haben wir jetzt komplett gefüllt. Und wir haben Mittelalter. Edwig und Robert der Erste. Dann haben wir das Motto komplett. Jawohl. Artefakte aus dem Mittelalter. Und hier haben wir... Antike Barbarenland, Antike von uns selbst und Klassik von uns. Wir bräuchten also nochmal Antike hier von nicht Barbarenland, nicht von uns selbst. Und da haben wir hier Robert der Erste. Aber jetzt haben wir es, ja. Ist die Frage, ob wir die anderen hier rüber schicken können. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat man beim letzten Mal schon probiert und das ging nicht. Oder? Genau, erstmal hier dann komplettieren. Und dann können wir hin und her schieben.
Und da haben wir noch den... Müsste irgendwo noch ein anderer. Ja, da ist noch ein Archäologe. Unterwegs. Dorthin. Noch dahin gehen. Ah. Okay. Das ist spannend, weil er kann sich hier direkt heilen. Er hat ja gerade einen kritischen Fehler begangen. Mal schauen. Weil automatisch, wenn er jetzt Angriff hat, heilt er sich, glaube ich, nicht. Er heilt sich, glaube ich, nur, wenn er wirklich sagt, heilen. Ja. Er hat sich nach dem Angriff nicht geheilt. Und, wir müssen jetzt erstmal den Weltkongress machen, aber dann können wir hier aktiv werden. Sehr gut. Okay. Also, Weltkongress. Ganz regulärer Weltkongress, kein Sonderfall. Der gewählte Spieler erhält 2 Diplomatie-Siegpunkte, wenn wir uns selbst. Oder wir können auch Genghis Khan wählen. Wobei. Ja, wir führen ja auch schon. 11 von 20. Und irgendeiner die Freiheitsstatue. Die gibt nämlich auf einen Schlag 4 Diplomatie-Siegpunkte. Nein, wird nicht gebaut. Wir können ruhig einmal für Genghis Khan stimmen. Wenn er durchkommt, kriegen wir auch einen Diplomatie-Siegpunkt. Aber das überlege ich mir noch. So. Eine Regierung mit einem Joker-Politikplatz. Da haben wir ja die Digitaldemokratie. Ist natürlich ganz nett, wenn wir das kriegen würden. Und Stadt starten. Ja. Die Produktionsstadt starten. Das wäre natürlich interessant, wenn die durchkämen. Mit dem positiven Effekt. Ach, da müssen wir einen Handelsweg unterhalten. Boah, weiß ich nicht, das vergesse ich vielleicht. Wird dann als nächstes so den Handelsweg einzurichten. Ja, kommt. Auch wenn wir Gefahr laufen, dass ich das dann vergesse. Mit 4 Stimmen kommen wir halt nicht durch. Das mit der mit dem zusätzlichen Joker-Politikplatz finde ich halt schon. Ganz cool. Ah, 5 Stimmen. Ja, komm, machen wir so. Auf geht's. Inoxi-Stadtstaat ist durchgekommen. Okay. Dann haben wir hier... Oh, der Faschismus wurde gewählt. Oha, der Alexander. 7 Stimmen dafür. Dann haben wir noch Genghis Khan und Dido. Und hier unten wurden wir angenommen. Mit 5 Stimmen. Okay.
Gerechtigkeit ist die Verbindung der Männer des Staates, denn die Anwendung von Gerechtigkeit, also die Bestimmung dessen, was als gerecht erachtet wird, ist das Ordnungsprinzip der politischen Gesellschaft. Das bleibt, wie es ist. Und wir haben 4 Diplomatie-Siegpunkte bekommen. Wir lagen zweimal richtig, zweimal ist das durchgekommen, wofür wir gestimmt haben. Und dann haben wir ja noch die 2 einmal explizit bekommen. Ah, 15 von 20, Freiheitsstatubau 19 von 20, irgendwas hier erfolgreich abschließen oder erforschen, dann wären wir hier schon siegreich. Also Diplomatie-Sieg ist so ein bisschen erschlichen, würde ich sagen, ja. ja, weiß ich nicht. Also ich lasse den drin, damit man da vielleicht einen Ausweg hatte bei einer sehr schweren Partie. Beziehungsweise noch ein bisschen Nervenkitzel hat, weil man muss ja auch verhindern, dass die anderen den Diplomatie-Sieg erreichen. Aber normalerweise ist das jetzt nicht meine Lieblings-Sieg-Variante. So, dann haben wir hier den Stadtfernkampf. Und können mit dem Kampfpanzer angreifen. Oh, Moment. Ihr tauscht die Position. Und dann können wir hier den Fernangriff durchführen. Das reicht schon fast. Dann rollt der Kampfpanzer ja mal rein. Dann haben wir das. Und ja, den Apostel kriegen wir. So, machen wir ja. In der nächsten Folge. Zu Beginn der nächsten Folge schnappen wir uns den. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.